Es geht darum, die Restaurants zu zeigen, die für mich Deutschland sind. Da gibt es eben ein Gericht, was für mich über allen steht. Essen, wie sonst an keinem anderen Ort in Deutschland. So kann Deutschland schmecken. Für mich ist so der große Klassiker der Kabeljau. Und das beste Fischrestaurant, was ich in Deutschland kenne, ist das Fischereihafenrestaurant in Hamburg. Es freut mich sehr. Du, das ist perfekt heute. Ja. Ha? Dirk Kowalke hat das Fischereihafenrestaurant von seinem Vater Rüdiger übernommen. Und in der Küche hat sich dann die Geschichte Vater-Sohn wiederholt. Der Eröffnungsküchenchef Wolf-Dieter Klunker hat dann seinen Sohn Jens weitergegeben. Der wird das wahrscheinlich auch dann in die nächste Generation tragen. Und da habe ich einfach auch gespürt, dieses Miteinander, was die haben, Dirk und Jens. Ne? Und das ist unglaublich verbunden, weil die das seit Jahrzehnten miteinander machen. Die arbeiten nicht seit 3 Jahren zusammen, die kennen sich in- und auswendig. Jeder bespielt eben seinen Bereich und zusammen schaffen sie ein Großes. Mein Vater hat ja mit Rüdiger Kowalke zusammen hier angefangen, haben den Laden eröffnet. Und wir beide sind in den Fußstapfen getreten. Das kam so. Ich war das erste Mal, glaube ich, hier 1984, da war ich kleiner Stöpkin, da war ich 12 Jahre alt, da musste ich hier Kühlhaus putzen und Soßen passieren und so. Ja, das hat mein Vater mich mitgenommen. Ne? Das Fischereihafenrestaurant hat eine wirklich absolute Besonderheit und das sind eben die Menschen, die das leben und die das prägen. Und das gibt es eben schon seit Jahrzehnten. Wie ist es denn in den anderen Bereichen? Sind da schon die Generationen gewechselt? Der Jens Klunker ist viele Jahre jetzt auch schon hier der Küchenchef, ist also auch seinem Vater gefolgt. Und es gibt ja noch einen dritten. Ah, okay. Und Vater-Sohn-Wechsel. Und das ist gerade aktuell in der Position des Barkeepers. Okay. Ihr seid jetzt die dritte Vater-Sohn-Kombi hier im Laden. Richtig, genau, ja. Warum bist du nicht weggerannt? Wenn ich mir hier so die Bilder angucke und die Menschen, die hierher kommen, die eure Gäste sind, die eben auch kommen, weil sie ein Vertrauen haben in den Betrieb. Ne? Also ich denke mal, das ganze Lokal strahlt so ein bisschen diese familiäre Atmosphäre, wie nach Hause kommen, aus. Ja. Aber die Oysterbar ist noch ein i-Tüpfelchen. So, jetzt lass uns mal den Poseidon kippen. Ja, der Poseidon ist soweit bevor fertig. Poseidon wegtaucht. Vielen, zum Wohle, Dank. Vielen Dank. Yippie-yay. Zum Wohle. Chapeau. Großes Kino.